So Leute, willkommen zurück zu Pokémon White. Heute fangen wir uns das Pokémon Kyurem und dazu müssen wir hier östlich von Kagome Town gehen auf Route 13 und dann hier rauf. Hier rauf, hier links, rechts rauf, runter. Ups. So. Gut, und hier in die Höhle rein. Und jetzt können wir theoretisch dort einfach nach rechts gehen und gleich zum Pokémon gehen. Also hier rechts, da, oder wir holen uns ein paar Items, das mache ich jetzt gerade. Ich hole mir nämlich ein paar Items und falls ihr doch den schnelleren Weg wollt, dann geht einfach dort rechts lang. Und wenn ich so gut bin und mich noch daran erinnere, werde ich an dieser Stelle, also an der Stelle vorher, beziehungsweise noch an dieser Stelle, einen Link hier im Video einfügen, in dem ihr die ganze Item-Sammlerei überspringen könnt. Um den Weg direkt zu Kyurem zu finden. Gut, hier holen wir uns noch einen kleinen Pilz. Und hier noch ein Item. Dazu verschieben wir hier den Fels und bekommen noch ein Sternstück. Ja, wir haben ganz viele Sternstücke. Das freut uns wie ein Stern, der deinen Namen trägt, hoch am Himmel zählt und so weiter und so fort, wie auch immer das Lied lautet. Gut. Und jetzt bekommen wir leider kein Sternstück, sondern ein Stück eines Kometen. Ja, das ist aber auch nicht so schlecht, finde ich. Aber das waren auch schon alle Items. Der Schutz geht leider raus. Deswegen setze ich den Seidenschal ein. Nee, natürlich nicht. Deswegen setze ich noch einen Superschutz ein. Und ich weiß, ich hätte hier herumsurfen können, also hinunter surfen können. Aber ich wollte auch einfach zeigen, nämlich, dass das hier der schnellste Weg ist, wenn man hier einfach lang geht. Ja, und hoffentlich habe ich jetzt gerade einen Link dorthin gemacht. Also nicht gerade, sondern vorhin, als ich gesagt habe, hoffentlich mache ich hier einen Link hin. Verstanden? Gut, wenn ja, dann ist gut. Wenn nicht, dann ist auch nicht so schlimm. Hier holen wir uns auch noch ein paar Items, obwohl wir die nicht holen müssten. Und ja. Aber hier sind die Items sowieso, also die meisten, auf dem Weg zum Pokémon. Von dem her kann man kurz 5 Sekunden einen Umweg machen, um sich ein paar gute Items zu holen. Ja. Und ich habe Candle an erste Stelle gesetzt, damit wir es, also das Kyurem besser schwächen können. Weil Candle kann es ziemlich gut schwächen und ja, deswegen ist es auch an erster Stelle. Irgendwie logisch, oder? So, hier holen wir uns noch den Beleber und gehen gleich hier runter und hier, und dort noch ein Item. Oh, das hätte ich fast vergessen. Aber zum Glück habe ich es noch gesehen, denn sonst hätte jemand geschrieben, hey, du hast dort ein Item vergessen und wieso rede ich überhaupt so? Auf jeden Fall hat es hier die Item 13 Ice Beam oder auf Deutsch Eisstrahl. Wirklich eine sehr tolle Item und ja. Wirklich sehr nützlich, deswegen solltet ihr sie euch holen. Die TM 13 Ice Beam beziehungsweise Eisstrahl solltet ihr euch holen, weil sie toll ist. Gut, wir setzen noch einen Superschutz ein und holen uns auch diese hier, denn das ist Psychoschock. Ja, die finde ich nicht ganz so toll, aber ja, immerhin ist ja auch was. So, jetzt gehen wir hier rauf und hier könnten wir uns verirren, indem wir hier weiter nach rechts gehen und dann wieder falsch springen. Aber wir gehen lieber direkt den richtigen Weg, nämlich hier hin zum Wasserloch und das Pokémon schreit. Es fängt an zu schneien? Im Frühling? Was ist los? Oh, die ganze Landschaft ist voller Schnee. Bam, bam, bam. Gut, und wir können hier rauf in die Höhle. Denn hier befindet sich Kyurem. So, da ist es schon. Und damit ich es nicht töte, beziehungsweise besiege, speichere ich erstmal ab. So. Lalalalalala, ich speichere ab. Lalalalalala, ich speichere ab. Lalalalala, ich speichere ab. Gut, Kyurem. Moment, zuerst ein bisschen pausen. So. Yeah. Okay, und Kyurem, jetzt kämpfen wir gegen dich. Sein Bronzschrei. Und eine ganz nette Animation, wie ich finde. So, Kyurem Level 75 vom Typ Drache Eis. Ist insofern speziell, als dass
Die meisten Drachen, also alle Drachen-Pokémon, da die Schwäche Eis haben, aber der Kyurem vom Typ Eis und Drache ist, hat es halt die Schwäche Eis. Und wir bekommen einen Burnix, den ich so nicht wollte. Mir ist gut, versuchen wir es einfach direkt zu fangen. Und ich werde es einfach versuchen, zuerst mit ein paar Hyperbällen zu fangen. Und wenn es nicht klappt, mit einem Meisterball. Aber ich glaube, jetzt wird es eh nicht klappen, da, da ich es verbrannt habe. Na gut, einmal gewackelt, nicht so toll. Gut, Ken sollte auch damit nicht besiegt sein, genau. Das wollte ich sagen. Es sollte nicht besiegt sein und wir werfen unseren letzten Hyperball, bevor Kyurem besiegt ist. So, komm schon. Ne, natürlich nicht. Und dann würde ich sagen, ja, sehen wir uns wieder vor diesem Kyurem hier, nämlich jetzt dann bald, wenn es besiegt ist. Obwohl, ja, es ist besiegt. So. Bye bye Kyurem, es wurde besiegt. Und es ist aus der Höhle abgehauen. Gut, also bis jetzt dann bald. Und wisst ihr was? Ich habe irgendwie gar keine Lust, weiteres mit Hyperball einzufangen. Und schließlich habe ich ja noch meinen Meisterball. Von dem her werde ich den jetzt einsetzen. Da, ja, wieso sollte man einfach so geizig sein? Ja, ich setze den Meisterball einfach ein. So. Und damit ist es gefangen. Punkt aus, Komma Strich. Fertig ist das Mondgesicht. Wir haben Kyurem gefangen. Man könnte es natürlich auch mit Hyperbällen fangen und was weiß ich, mit Pokebällen, aber ja, ich habe jetzt wirklich keine Lust, tausende von Bällen zu werfen. Und hier seht ihr das Drache Eis, sehr toll und so. Das Pokémon, wir wollen ihm natürlich keinen Nicknamen geben. Er geht auf den PC, sehr gut. Und hier in der Höhle ist leider nichts mehr Interessantes. Ich hätte gedacht, vielleicht ist da noch was, aber nee, leider ist da nichts mehr. Gut, da können wir auch gleich wieder zurückgehen, Moment. Noch die Maschine hier an, den Detektor meine ich. So und. Ach Mist, ich dachte hier ist das Item. Okay. Ach, hier setze ich jetzt aber den Schutz ein. So. Moment. Super Schutz. So. Gut. Und jetzt nach rechts und drauf und rechts und runter. Und hier ist Top Beleber. Sehr gut. Und jetzt können wir eigentlich auch gleich wegfliegen, denn hier hat es nichts mehr Interessantes. Gut, fliegen wir wieder zurück nach Kagome Town. Da haben wir angefangen und da endet auch wieder dieser Part. Ich werde euch aber natürlich noch das Kyurem zeigen, denn ja, das will ich. Und das wollt ihr wahrscheinlich auch. Vielleicht, wer weiß. Gut, und Pokémon. So, hier ist es. Bustatus. Hier Drache Eis. Zack, 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 zack. Und zack. Gut, so sieht es halt aus. Frozen World, die Attacke, Drachenpuls, Begrenzer und Notsituation hat es. Ja, eigentlich ganz nett. Und natürlich die Fähigkeit Erzwinger. So. Das war's aber auch schon für diesen Part. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch und hoffe, dass ihr auch das nächste Mal einschaltet, wenn wir dann wieder etwas anderes machen. Also, bis dann Leute, man sieht sich, schönen Tag noch und tschüss.